Hey Leute, es gibt wahnsinnig viele Websites und manchmal stoßen wir beim Surfen ganz automatisch auf Dinge, die wir gar nicht gesucht haben. Deshalb haben wir heute für euch 6 gruselige Websites, die ihr besser nicht besuchen solltet. Nummer 6. Überwacht. Die Seite opentopia.com sieht im ersten Moment total harmlos aus. Tatsächlich erwartet einen hier kein wirklicher Schocker. Es ist eher etwas angsteinflößend, welche Konsequenzen diese Seite haben könnte. Im Prinzip handelt es sich um eine Sammlung tausender Livestreams von Webcams auf der ganzen Welt. Wie schon gesagt, klingt total normal. Doch gruselig ist, dass es sich bei vielen Webcams um private Kameras in Haushalten handelt. Diese Menschen wissen wahrscheinlich noch nicht einmal, dass jeder sie von dieser Website aus beobachten kann. Gehackt wurden diese Cams laut den Betreibern übrigens nicht. Die Systeme sind einfach nur total unsicher. Big Brother is watching you. Und die 5. Entscheidung. Bevor ihr das hier ausprobiert, Flash Player aktivieren. Die Website takethelollipop.com ist denkbar einfach aufgebaut. Dort werdet ihr aufgefordert, einen Lutscher zu nehmen, ihr könnt es aber auch lassen. Entscheidet ihr euch dafür, taucht ein ziemlich widerlicher Typ auf dem Bildschirm auf, der euer Facebook-Profil durchforstet und ekelhafte Kommentare ablässt. Doch was nach purer Panikmache aussieht, soll eigentlich zu leichtsinnige Jugendliche wachrütteln, die zu viele persönliche Daten im Internet preisgeben. Dafür müsst ihr allerdings natürlich der Website die Erlaubnis erteilen, auf Facebook zuzugreifen. Irgendwie ein bisschen ironisch, oder nicht? Weiter mit der 4. Problembewältigung. Probleme mit nervigen Nachbarn, einem unverschämten Vorgesetzten oder vielleicht sogar die Affäre deines Partners? Auf rentahitman.com kann man sich tatsächlich nach einem Killer erkundigen, der die Drecksarbeit erledigt. Dabei gibt es ganz abgefahrene Kategorien, wie die Tat dargestellt werden soll. Etwa natürlicher Tod, Unfall, Einbruch oder ähnliches. Aber ganz unbegrenzt herumwüten kann man dann selbst im Darknet nicht. Denn auch hier gibt es Prinzipien. Kinder unter 16 Jahre sowie wichtige Politiker sind vom Angebot ausgeschlossen. Bezahlt wird in Bitcoins, der sauberen und nicht nachverfolgbaren Währung des Darknets bzw. Internets. Kommen wir zur 3. Spielespaß. Die Website whiteanimal.com präsentiert uns ein ziemlich abgefahrenes Point-and-Click-Game im Internet. Dabei wird man durch verschiedenste gruselige Szenarien geführt, muss Rätsel lösen und der Geschichte folgen. Im Hintergrund ist atmosphärische Musik und auch mal leises Gewimmer oder Geflüster zu hören. Wem die Seite nicht zu spooky ist, der wird sich lange mit ihr beschäftigen, denn sie hat definitiv Suchtpotenzial. Kommen wir zur Nummer 2. Resteverwertung. Es folgt etwas leicht Verstörendes, möchte man sagen. Auf der Website humanleather.com UK wird tatsächlich das verkauft, was draufsteht. Die Firma stellt Produkte aus menschlicher Haut her. Was mit Tieren bereits völlig unbeschwert gemacht wird, soll nun auch die Abfälle unserer toten Körper betreffen. Wer sich so etwas leisten möchte, muss allerdings ganz schön tief in die Taschen greifen. Denn die Produkte sind teuer. Die Betreiber rechtfertigen dies damit, dass es nicht besonders viele Bezugsquellen für die Rohstoffe gibt, da die meisten Menschen es vorziehen, begraben oder verbrannt zu werden. Ob die Website, die übrigens das letzte Mal im Jahr 2008 aktualisiert wurde, wirklich authentisch ist, sei mal dahingestellt. Die Vorstellung finden zumindest wir aber über alle Maßen gruselig. Und damit wären wir auch schon wieder bei der heutigen Nummer 1. Letzte Worte. Auf der folgenden Seite wird es besonders emotional. Hier sind keine Sounds unterlegt oder wahnsinnige Fotos demonstriert. Hier gibt es einfach nur Text. Doch der hat es in sich. Auf goodbyewarden.com kann man nachlesen, was die letzten Worte von Menschen waren, die in Texas zur Todesstrafe verurteilt wurden. Einige kurz, andere lang. Alle haben etwas durchaus Tiefsinniges, aber genauso Morbides an sich. Tja, kann man mal drüber nachdenken, wenn man möchte. Ja Leute, das Internet ist nun mal ziemlich groß und birgt so einiges, von dem wir noch nicht mal ahnen, dass es existiert. Also, immer achtsam bleiben, wir hören uns nächstes Mal wieder. Ciao.